Es sind so viele Menschen, die von dieser Technik überzeugt sind. Bald wirst es hoffentlich auch du sein. Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute kommt, wie im letzten Video versprochen, Neville Goddard zum Zug. Beziehungsweise werden wir uns heute eine der kraftvollsten Methoden von ihm ansehen, die dafür sorgen soll, dass deine Wünsche in nur 3 Tagen wahr werden. Kann das klappen? Schauen wir uns mal kurz an, wer Neville Goddard überhaupt war, für die, die ihn noch nicht so auf dem Schirm hatten. Neville Goddard lebte von 1905 bis 1972 und er war ein sehr einflussreicher spiritueller Lehrer und Autor, der für seine Lehren über das Gesetz der Annahme und die Kraft der Vorstellungskraft bekannt ist. Er betonte, dass unsere Gedanken und Vorstellungen unsere Realität formen und lehrte Techniken, um bewusst gewünschte Veränderungen im Leben zu manifestieren. Seine Schriften, darunter das Buch The Power of Awareness, haben eine breite Anhängerschaft und sind auch heute noch eine wichtige Referenz in der Welt der Selbstentwicklung und des spirituellen Wachstums. Er hat viele Menschen ausgebildet und bis heute sind seine Techniken in großen Teilen der Welt bekannt und beliebt. Also lasst uns sehen, wie seine Methode genau aussieht und wie du sie dir zu eigen machen kannst. Beginnen wir mit den Basics. In der Quantenwelt gibt es keine Begrenzungen. Wenn ich von Quanten spreche, meine ich jenseits eurer 3D-Realität. Das Problem, das die meisten Menschen haben, ist, dass sie anfangen zu zweifeln, ob sie irgendwas, das sie sich innerhalb von 3 Tagen wünschen, auch wirklich haben können. Bevor ich euch diese wunderbare Technik zeige, und Achtung, es gibt viele Menschen, die davon begeistert sind, sie sagen, sie funktioniert sehr schnell, müsst ihr eine Sache wissen, die wichtig ist. Ihr dürft nicht zweifeln, nicht einen Moment. Die berühmte Awareness, also die Achtsamkeit, ist essentiell. Wenn ihr etwas auswählt, das ihr manifestieren möchtet und es in 3 Tagen oder weniger manifestieren wollt, dann dürft ihr nicht zweifeln. Es wird länger dauern, wenn ihr euch entscheidet, hin und her zu gehen mit euren Gedanken. Wir gehen nicht hin und her mit unseren Gedanken. Das ist die wichtigste Regel, die Neville Goddard aufgestellt hat und die viele bestätigen, die mit seiner Methode erfolgreich manifestiert haben. Sage dir laut, ich kontrolliere, worin mein Geist denkt. Wenn ich sage, etwas gehört mir und richte meine ganze Aufmerksamkeit darauf, es bereits zu besitzen, sage ich mir, wenn ich störende Gedanken habe, stopp. Du darfst also einen Weg finden, deinen Geist zu überzeugen, dich selbst dazu zu bringen, die Scheuklappen abzusetzen. Das Wichtigste ist, dass du fest daran glaubst, dass es funktionieren kann. Du hast nichts, aber auch gar nichts zu verlieren. Im Gegenteil aber alles zu gewinnen. Liebe, Gesundheit, Freundschaften, Job, was immer du Gutes möchtest, es kann und es darf wahr werden. Stell es dir vor, als wäre es bereits da, was immer es ist. Mache das morgens und mittags und abends. Ganz klar visualisieren. Wenn du im Übrigen zu den Personen gehörst, die sich mit dem Visualisieren schwer tun, gibt es einen ganz einfachen Trick. Stelle dir vor, du bist eine Person, die das ganz einfach kann. Wir nehmen hier nach wie vor gerne den rosa Elefanten als Beispiel. Bitte stelle dir jetzt keinen rosa Elefanten vor. Du hast ihn gesehen, richtig? Und genau so machst du es mit allem, was du möchtest. Du stellst dir nicht vor, wie du es hast, was du hast, sondern dass du es hast. Und selbst wenn du dir vorstellst, dass du es nicht hast, siehst du es. Ist das nicht genial? Egal was es ist, du stehst morgens auf und denkst an deinen wichtigen Wunsch. Seh ihn als erfüllt an. Dann gehe deinem Tagwerk nach. Wann immer du daran denkst, an deinen Wunsch, denke daran, er ist bereits in Bearbeitung. Neville Goddard und viele seiner Anhänger sind überzeugt davon, dass es wirkt. Also warum nicht auch für dich? Weniger als 3 Tage sollte es dauern, bis sich deine Manifestation zeigt. Dann machst du das nochmal mittags und du denkst an deinen Wunsch. Du stellst ihn dir als erfüllt vor. Ganz klar. Ohne Zweifel, es ist da. Abends vor dem Einschlafen denkst du wieder an deinen bereits erfüllten Wunsch und freust dich einfach und bedankst dich schon mal. Und nicht vergessen, Zweifel adieu. Du bist dir sicher, du kannst das. Es haben schon so viele Menschen mit dieser 3-Tage-Technik ihre Ziele erreicht, warum nicht auch du? Auch wichtig zu erwähnen ist natürlich, dass sich dein Wunsch vielleicht anders zeigt, als du es erwartest. Daher sei so genau wie irgend möglich bei der Formulierung. Wenn du das Ganze beispielsweise testen möchtest, indem du sagst, gut, dann will ich in den nächsten 3 Tagen ab jetzt Geld auf der Straße finden, dann sei bitte auch glücklich, wenn es nur 1 Cent ist. Formuliere deinen Wunsch also kristallklar und wann immer du jammern möchtest, dass es noch nicht da ist, sage Stopp, also in deinem Kopf oder wenn du daheim bist, auch laut. Du bist der Meister deiner Gedanken, also gebe der Neville-Methode eine Chance. Neville Goddard selbst sagt, wenn ihr einfach 3 Tage lang konsequent daran glaubt und eure Gedanken auf eure Manifestation ausgerichtet sind, ihr seht das Endresultat, die endgültige Erleichterung, die Aufregung oder welches Gefühl auch immer damit verbunden ist vor eurem geistigen Auge.
dann ist es auch völlig normal, wenn ihr eure Manifestation erhaltet. Das stammt von Neville Goddard aus seinen Five Lessons, einem Meisterkurs über Nevilles Lehren. Wir sehen noch kurz in die Lektion 3. Er sagt, beginnt jetzt damit, euch mental als das zu sehen und zu fühlen, was ihr sein möchtet, und genießt dieses Gefühl morgens, mittags und abends. Wenn ich meinen Geist vollständig mit einer Vorstellung sättigen kann und so gehe, als wäre sie bereits eine Tatsache, dann habe ich eine Verheißung und ich finde keine Verneinung davon in diesem großartigen Buch. Er spricht hier von der Bibel. Damals haben die Leute noch sehr darauf geachtet, nicht mit dem großen Buch, also der Religion, in Schwierigkeiten zu kommen. Und selbst unter diesem Gesichtspunkt fand er nichts, was dagegen spricht, sich sein Traumleben zu manifestieren. Neville spricht auch davon, dass man eine geistige Diät machen soll. Damit meint er, dass ihr, wenn ihr euch auf das Endresultat konzentriert und euch bereits so verhaltet, als hättet ihr es, keinerlei störende Gedanken zulassen sollt. Wenn ihr dies 3 Tage lang durchhalten könnt, werdet ihr eure Manifestation erleben. Das Ganze dauert auch nicht lange, also der Wunsch-Manifestationsprozess. Schafft eine 10-Sekunden-Szene, die darauf hinweist, dass ihr bereits eure Manifestation habt. Wenn ihr beispielsweise Geld manifestieren möchtet, seht euch dabei, wie ihr euren Online-Bankauszug überprüft und den gewünschten Geldbetrag auf eurem Konto seht. Was wir sicher sagen können, es funktioniert. Wir haben das selbst schon erlebt in Form von plötzlichen Rückzahlungen und auch dem einen oder anderen netten Gewinn. Das bedeutet, wenn Geld dein Thema ist, dann probiere das aus. Fange mit kleinen Beträgen an. Sei dir sicher, es kommt zu dir aus für dich guten und stimmigen Quellen. Wenn Gesundheit dein Thema ist, dann manifestiere auch diese. Sei dir sicher, du wirst die richtige Hilfe bekommen, die richtigen Menschen anziehen oder die richtigen Hinweise erkennen, die dir Hilfe bringen. Oder du heilst einfach. Klingt seltsam? Du wärst, fragt Dr. Joe Dispensers Anhänger, garantiert nicht der oder die Erste. Zu Dr. Joe Dispenza werden wir auch noch kommen. Daher abonniere den Kanal, wenn du keine weiteren Videos und guten Input verpassen möchtest. Danke schon mal. Aber jetzt gehen wir erstmal zu Neville Goddards Methode zurück. Die Methode ist also ganz einfach. Du stellst dir deinen Wunsch vor. Du stellst dir vor, wie er erfüllt ist. Du zweifelst nicht eine Sekunde daran, dass es möglich ist. Wenn doch, sage Stopp und gehe wieder deinem Tag nach. 3 Tage soll es dauern. Willst du das ausprobieren? Möchtest du uns vielleicht auch davon berichten? Wir würden uns freuen. Und immer daran denken, es muss nicht der große Reichtum sein. Wäre schon auch nett, aber es gibt ja noch so viele andere Dinge. Du hast wenig Freunde oder keine, dann stelle dir vor, wie es wäre, nette Leute kennenzulernen. Du hast Probleme mit einer Person, dann stelle dir vor, dass dieser Zustand vorbei ist, dass alles wieder gut ist. Du hast Probleme auf Arbeit, auch das darfst du dir als erledigt vorstellen. Was immer es auch ist, es ist möglich. Neville Goddards Methode ist schon so alt und wurde so oft eingesetzt, da glauben wir persönlich auch, dass das nochmal eine besondere Power hat. Also mache dich gleich jetzt daran, dir zu überlegen, was du genau haben möchtest. Gebe das Ganze leicht und spielerisch ab und an. Das Leben darf leicht sein, vergiss das nicht. Und dann wende die Methode über einen Zeitraum von 3 Tagen an und erwarte das Beste. Wir erwarten das für dich. Es wäre schön, wenn du uns in den Kommentaren berichten würdest, was sich bei dir so tut. Auch Fragen und Anregungen sind jederzeit willkommen. Jetzt erstmal danke fürs Zusehen und wir freuen uns auf dich im nächsten Video.